Gott. Ich glaube, das Video wird relativ kurz. Ich habe auch nichts zum Herzeigen, so, damit ich es rauskriege. Es geht um das Kaufverhalten von Mai. Ich weiß, ziemlich früh komme ich drauf, aber who cares. Im aufgebauten Video bin ich ja schon ein bisschen drauf eingestiegen, dass ja mein Opa verstorben ist. Viele werden das sicher gesehen haben. Das aufgebaute Video und wissen deswegen schon Bescheid. Eigentlich hätte ich mir das für das Video aufheben sollen, habe ich gar nicht dran gedacht, damit das Video ein bisschen länger wird als das aufgebaute Video. Es wird eh immer lang. Aber was soll's. Ich war Anfang des Monats natürlich schon shoppen. Wir waren ja in Kleinhauxdorf. Ich glaube, da war der Roman, ich und Lin. Könnte der hinkommen? Ja, ich glaube, ich war mit Roman dort und mit der Lin. Ja. Da habe ich aber nicht so viel gekauft, da war ich relativ brav. Gerade mal, ihr habt den Kleinhauxdorf, den gesammelten Haul ja eh gesehen. Aber ich habe da nicht so viel gekauft, ich glaube nur zwei Oberteile oder ein Oberteil oder so. Dann war ich ja beim Tiki Max auch, da habe ich aber viel Geld ausgegeben, da war ich böse. Ich glaube, da war ich sogar mit dem Roman. Ja, ich glaube, da war ich sogar mit dem Roman beim Tiki Max. Das kommt in dem Vlog-Video vor auf meinem Kanal. Ich kann euch das gerne unten verlinken in die Infobox, das Video. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Das ist nämlich lustig, weil der Roman hat dann gemeckert beim Rausgehen, dass wir so lange beim Tiki Max waren. Dann habe ich mir noch von MAC den Primer gekauft mit meinem Gutschein. Habe dafür aber nur 10 Euro bezahlt, weil ich ja den Gutschein hatte von meiner Cousine. Und dann Kolosseum. Kolosseum ist gefährlich bei mir letzter. Ich gehe da rein und finde immer was. Leider. Da habe ich auch etwas über 14 Euro noch was ausgegeben. Ich zeige euch das mal. Also ich war nur 18,26 Euro über mein 100 Euro Limit drüber. Und ich finde, das ist eigentlich relativ gut für das. Okay, ich muss sagen, das war alles Anfang des Monats, wo ich da shoppen war, weil ich war ja auch Nägel machen. Danach gehe ich immer in den Kolosseum meistens rein und bei mir Heck schauen. Ja. Und am 19., wie gesagt, ist ja mein Opa verstorben und da hatte ich keine Lust auf irgendwas. Kein Shoppen, kein Rausgehen, gar nichts. Ich war ja auch dann zwei Wochen im Krankenstand. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim Aufgebrauchsvideo überhaupt gesagt habe. Ich glaube nicht, ich habe es, glaube ich, vergessen. Ich war ja zwei Wochen im Krankenstand. Nicht nur, weil mein Opa gestorben ist, um Gottes Willen, nein. Sondern, weil mein Zwilling auch aufgegangen ist. Das habe ich euch in dem aufgebrauchten Video erzählt. Deswegen war ich auch zwei Wochen im Krankenstand. Also das ist alles einfach zusammengekommen. Und deswegen habe ich mich zwei Wochen eigentlich nur eingesperrt. Und war dann froh, dass ich nur eine Woche arbeiten musste und danach die zwei Wochen wieder Urlaub hatte. Das war für mich eigentlich relativ, ist für mich relativ gut. Mir geht es auch jetzt dem, ich meine, gut kann man jetzt auch nicht sagen, dass es einem gut geht, aber ja. Es geht einem, wie es einem gehen soll in so einem Moment, oder? Anders kann man das ja eh nicht sagen. Ja, also, wie gesagt, im Mai war ich mal wieder beim Tiki Max. Ich liebe Tiki Max, da brauche ich euch eh nichts erzählen, das ist sehr auswendig. Und den Haul habt ihr auch schon gesehen, der ist auch schon online von Tiki Max, weil bis jetzt habe ich, glaube ich, nur einen drum gekauft wieder. Oder zwei, ich verstecke mich hier schon. Aber dazu in einem anderen Video mehr oder beziehungsweise im nächsten Kaufverhalten mehr. Ja, und ich hatte halt keine Lust zu shoppen, weil das eben war mit meinem Opa. Und ich war ja auch, wie gesagt, zwei Wochen im Krankenstand, da kann ich ja nicht einfach shoppen gehen. Das geht ja nicht. Wer macht sowas? Ich meine, es gibt Leute, die sowas machen, aber ich mache sowas nicht. Ja, das war's eigentlich von dem Video. Ich muss sagen, ich bin relativ stolz, was ja auch an dem anderen gelegen hat, dass ich jetzt nicht so viel Geld ausgegeben habe, aber ja, es wird besser. Es wird wirklich besser. Es ist zwar noch immer über die 100 Euro drüber, weil ich immer wieder irgendwas anderes finde, aber es geht trotzdem noch. Es geht. Es wird. Letzten Monat war es auch gut, also im April. Da war ich auch nur 48 Euro drüber. Und jetzt sind es nur 18 Euro drüber. Das ist doch gut, oder? Also ich finde es sehr, sehr gut und ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Was ich auch lustig fand unter mein letztes Video. Na, warte mal, nicht unter meinem letzten Video. Unter irgendein Video ist kommentiert worden, ich glaube eh unter einem Tiki Max Haul, dass ich viel verpasst hätte von Elisabeth Arden und Calvin Klein Düfte und so. Und eine Abonnentin hat gleich unter den Kommentar geschrieben, dass das nicht okay ist, dass sie mir das schreibt, weil ich ja versuchen will, weniger zu kaufen. Das fand ich, von beiden Seiten fand ich das irgendwie lieb, aber wie soll ich das erklären, ohne dass es falsch rüberkommt? Ich war ja gestern auch im Tiki Max. Wenn ihr das Video seht, ist das schon so lang her.
Ja, egal. Ich war auch wieder und ich habe da meistens eher was jetzt für meine Nichte gekauft. Einen Winnie-Pooh-Teppich für meine Schwester, weil sie den haben wollte. Und das meiste eigentlich für die Lin. Und für mich, na, für den Sparky ein Stofftier. Für mich, glaube ich, nur zwei Sachen. Drei Sachen. Also da war ich brav. Und das meiste, ich habe halt auch für die Lin auch was gekauft. Aber dazu dann im nächsten Kaufverhalten mehr dazu. Ich bin trotzdem ganz, ganz stolz auf mich, auch wenn das passiert ist und dass das vielleicht auch ein großer Grund war, warum ich jetzt nicht einkaufen war. Aber ich bin trotzdem stolz auf mich, dass es trotzdem nicht mehr geworden ist. Ich hätte ja auch noch in der Zwischenzeit einkaufen gehen können. Ich wollte eigentlich beim Müller auch was kaufen und habe es aber dann, glaube ich, gar nicht gemacht. Ja, ich habe das vergessen. Ich habe das liegen lassen in der Arbeit. Ich habe mir was hergerichtet, was ich einkaufen wollte und habe dann vergessen drauf. Ja, aber ja, mein Gott, es gibt Schlimmeres. Also, auch wenn es jetzt kurz war, hoffe ich, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Und ihr könnt es mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr euch gekauft habt im Monat Mai. Wir sind noch im Mai in diesem Video. Und was ihr bereut oder was ihr gekauft habt und wo ihr denkt, das musste unbedingt diesen Monat sein. Ich habe das Gefühl, nicht so viele gehen darauf ein, wenn ich danach frage. Also könnt ihr mir gerne mal dran. Wie sagt man das? Könnt ihr mir gerne mal. Ihr wisst, was ich meine. Ich beende das Video, weil sonst wird es noch peinlicher. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye.